Herzlich willkommen bei Stengel.tv. Wir sind heute in Rottgau auf unserem Lager- und Vorführgelände bei Weißkirchen. Und ich werde heute unsere SPS 1520 F2, eine Zweifraktion-Siebanlage, vorstellen. Mein Name ist Daniel Stawarski. Ich freue mich auf Sie. Ja, technische Details. Wir kommen wieder zu den Maßen der Siebanlage. In der Tiefe haben wir hier 1,55 Meter. In der Höhe bis zu der Kante der Schütter haben wir 2,68 Meter. Und in der Breite haben wir knapp 3 Meter. Ganz genauer gesagt sind wir da bei 2,85 Meter. Das Gewicht von der Anlage liegt bei 1400 Kilo, entspricht 1,4 Tonnen. So, Antriebsart. Unsere Siebanlage, die läuft mit Starkstrom. Wir haben hier einen 16 Ampere Anschluss. Sehr gerne auf Nordstromaggregat. Hier ist aber darauf zu achten, dass wir mindestens 4 kVA haben. Die Stromaufnahme von der Maschine ist 1,1 Kilowatt, aber der Anlaufstrom, da gehen wir von dreifachen aus, deshalb mit mindestens 4 kVA sind Sie auf der sicheren Seite. 4 kVA Nordstromaggregat oder eine feste Stromquelle für die für den Stromanschluss. Zudem ist noch zu sagen, dass wir direkt an der Maschine einen Anschluss und auch inklusive die Steuerung für ein Band als Option für die dritte Fraktion haben. Hier an dieser Steckdose ist schon das alles vorbereitet. Das Band kann auf der Rückseite der Siebanlage angeschraubt werden. Dazu gibt es auch ein schönes Video. Gucken Sie weiter unten, da habe ich einen Link nochmal eingefügt. Da können Sie sich mal anschauen, wie schnell und wie einfach das geht. Der Vorteil bei der Anlage ist es, dass Sie sich jetzt sofort nicht für eine 3-Fraktion entscheiden müssen, sondern erst mit einer 2-Fraktion-Siebanlage anfangen können. Und wenn der Bedarf doch für 3-Fraktion-Absiebung besteht, kann man die ganz einfach zu einem späteren Zeitpunkt abgeben als Option. Also wie gesagt, die Steuerung und der Anschluss und die mechanische Vorbereitung ist schon auf der F2 inklusive. Kommen wir jetzt zu unserem Bedienpanel. Der Bedienpanel ist hier an der F2 das gleiche, da wir auch schon die Vorbereitung für die 3-Fraktion-Siebanlage haben. Übrigens, das Erklärungsvideo können Sie sich auch gerne anschauen. Unten ein Link dazu, haben wir in Korea aufgenommen. Nochmal zu dem E-Kasten hier. Wir haben ganz einfache Ein-Aus-Funktion. Wir haben den Phasenwender. Den E-Motor kann ich links und rechts rum umschalten, quasi dadurch die Phasenwende. Wenn Sie so wollen, ist auch eine zweite Funktion bzw. zwei Stufen der Absiebung. Auch ganz schön erklärt bei diesem Korrektur-Video. Und auch die Vorbereitung hier für, als Option für, diese, für dieses Förderband, das zuständig ist für die dritte Fraktion, haben wir auch schon hier inklusive. Das heißt, ich kann auch hier mein Förderband steuern, ein- und ausschalten. Und an der Seite hier finden wir auch einen Phasenwender für das Bändchen. Man weiß ja auch nicht, wie die Phasen geschaltet sind. Somit kann ich ganz einfach auch das Band, sollte das verkehrt rumlaufen, umschalten. Und hier auf der Seite sehen wir noch ganz schön den Anschluss für das Bändchen. Das Bändchen wird hinten angebracht. Das Video dazu, wie schnell und einfach das geht, finden Sie auch unten, ist auch verlinkt. So, der Bedienpanel innen. Ganz einfach und strikt aufgebaut, eine einfache Elektronik, die wir hier zu sehen können. Unsere Relais, unsere Sicherung und auch standardmäßig der Stundenzähler und Board für eventuelle statistische Erfassungen. So, jetzt haben wir es. Ja, an der SPS 1520 F2 haben wir auch hier eine Transportsicherung. Da der komplette graue Kasten mechanisch mit dem roten Container nicht verbunden ist, ziehen wir quasi durch diesen Spanner das Ganze quasi ein bisschen an und vor Betriebnahme
ist einfach abgenommen. Das gleiche haben wir auf der anderen Seite, ist dann für den Transport viel, viel besser, wenn der Siebkasten einfach nach unten ein bisschen angezogen ist. Ja, Schütte. Unsere Schütte, wie schon gesagt, 2,68 Meter ist ja quasi die Oberkante von der Schütte. Unsere Schütte ist auch verschraubt, das heißt auf jeder Seite habe ich 3 Schrauben und in der Mitte sind es nochmal 6. Diese kann ich ganz einfach entfernen und die Schütte wegmachen und dann komme ich auf 2,30 Meter. Das heißt, für die kleineren Gerätschaften kann ich auch ohne Schütte sieben. Über die Schütte verlängere ich einfach meine Siebbeläge, da setze ich mit meinem Radlader das Material direkt auf die Schütte und lasse das Material über die Schütte auf die Siebanlage draufgehen. Somit nutze ich ja die komplette Fläche von unseren Siebbelägen. Zu der Bezeichnung nochmal kurz mal Hinweis, SPS 1520R2. 1520 sind ja auch unsere Maße, das heißt 1,50 Meter sind ja die Siebbeläge lang und 2 Meter sind diese breit. Daher kommt auch die Bezeichnung 1520. Das F2 steht für 2 Fraktionen. Wir haben auch die 1520 F3, würde bedeuten 3 Fraktionen absieben. Ja, unsere Siebbeläge. Zweideck-Siebanlage, Oberdeck, standardmäßig 42 Quadratmarsche. Unterdeck standardmäßig 12 mm Hafer. Wie schon gesagt, 2 Meter auf 1,50 Meter, das heißt, wir sieben hier jeweils mit 3 Meter Quadratmeter ab. Die Siebe sind individuell zu wechseln, das heißt, wir fangen bei 4 mm an. Typische Anwendung zum Beispiel Kabelsandabsiebung, arbeiten uns dann millimeterweise bis auf 80 mm hoch zum Bauschutt. Dazwischen Ruderboden, Oberboden, Hackschnitzel oder auch Bauschutt, Recyclingmaterial, Kies etc. pp. Alle Schüttgitter können wir mit der Anlage absieben. Der Siebwechsel ist ebenfalls sehr einfach. Wir haben hier die Siebe einfach eingehängt. Es ist eine S-Form und wenn wir hier reinschauen, sehen wir auch den Balken, der die Siebbeläge anzieht. Diese Motoren werden frontseitig einfach gelöst und schon kann ich meinen Siebbelag hier rausziehen. Übrigens, dazu haben wir auch ein schönes Video gemacht. Die Verlinkung finden Sie auch unten. Und dann sehen Sie, wie kinderleicht das Ganze gemacht werden kann. Mit einem Mitarbeiter innerhalb von Viertelstunde sind die Siebbeläge gewechselt. Auch direkt auf der Baustelle und schon kann ich mein anderes Material bearbeiten. Ja, unsere Stahlfedern. SPS-Reihe, 8 Stahlfedern, 4 Stück auf jeder Seite. Man sieht diese ja hier. Nicht nur, dass diese ausgelagert worden sind, das heißt seitlich von dem Siebkasten eingebaut worden sind, sondern auch hier in bestimmten Winkel eingebaut, so dass ich durch den Umbuchtmotor eine schöne Schwingung bekomme. Nicht nur das hoch und runter, sondern auch oval das Material dann über die Siebbeläge gleiten kann. Die Stahlfedern hier, wie man das sehen kann, das ist ein Schutz. So, und da haben wir unsere schönen Stahlfedern. Ne? Ich kann es mal schnell einfach demonstrieren, wie einfach das ist, unseren Siebkasten in Schwingung zu bringen. Schauen Sie mal her. Ich brauche wirklich nicht viel. Und der Siebkasten, der schwingt super nach. Ja. Das ist das A und O. Somit nutzen wir komplette Umbruchkraft von unserem Motor. Die wird komplett auf unseren Siebkasten und sofort auf die Siebbeläge übertragen. Deshalb funktioniert die Anlage auch so gut. So, ich nenne es mal einfach Schwingung-Wassertest. Ich habe ja das schon mal direkt beim Kunden gemacht, das Video, da haben wir Hackschnitzel abgesiebt, muss ungefähr vor 2-3 Jahren gewesen sein. Wollte ich aber gerne nochmal hier mit aufnehmen. Ich werde jetzt mal die Maschine einschalten und hier habe ich extra ein Glas Wasser hingestellt, damit Sie sehen, wie schön die Übertragung der Schwingungskraft auf dem Container funktioniert, nämlich fast kaum.
Das haben wir dank der 8 Stahlfedern wieder zu verdanken. Das heißt, die komplette Umwurfkraft, die bleibt in dem Siebbelägen drin und nicht auf dem Container. Die positiven Folgen sind relativ einfach. Das heißt, wie schon angesprochen, ich nutze die 100%ige Leistung des Motors. Und zweitens, da die Schwingung auf dem Kasten hier nicht übertragen wird, funktioniert auch die Maschine sehr, sehr leiser, da der Kasten einfach nicht schwingt und nicht vibriert. So, dann los geht's. Maschine an. Kann man sehr schön sehen, wie schön die Oberfläche von dem Wasser flach bleibt. Und wie schön zu sehen ist, wie stark der Siebkasten hier schwingt. Ich werde oft gefragt, wie laut ist denn die Maschine? Und dann wollte ich das auch hier mal kurz zeigen. Vorab, das ist ein ungeeichtes Gerät, aber funktioniert relativ gut und ich denke, für diesen Zweck ist es auch ausreichend. Also wenn ich nicht spreche, haben wir eine Umgebungslautstärke von ungefähr 44 Dezibel. Ich stehe jetzt ganz nah an der Maschine. Ich werde jetzt die Maschine einschalten, damit wir sehen. Also wenn ich spreche, haben wir schon 74, 70 Dezibel. Jetzt schalte ich mal die Maschine ein. Und das Tolle ist, das zeige ich auch bei dem Kunden, ohne dass ich jetzt meine Stimme, obwohl ohne dass ich lauter werden muss, können wir uns ganz normal unterhalten. Ich messe jetzt hier alleine die Maschine ganz nah mit unter 80 Dezibel. Ja. Ich kann mal auch gerne mal rund gehen. Also meistens bleiben hier unter 80 Dezibel. Sehr großer Vorteil, weil ich die Maschine direkt bei dem Kunden auf den Mischgebieten zum Einsatz bringen kann, ohne zusätzlich die Nachbarn zu belasten mit dem zusätzlichen Geräusch. Glauben Sie es mir, meistens ist der Radlader lauter als unsere Anlage. Ja, meine Damen und Herren, sehr oft werde ich auch gefragt, wie stabil sind eigentlich unsere Siebbeläge? Wie Sie hier sehen können, 2,4 Meter groß. Das Gewicht verrate ich Ihnen gezielt nicht. Es könnte ja sein, dass meine Frau vielleicht hier zuguckt. Aber ein erwachsener, großer Mann, bestimmt über 100 Kilo, kann hier ganz einfach auf dem Siebbelag stehen und springen und es passiert nichts. So viel zur Stabilität von unseren Siebbelägen. Sehr stabil, damit auch kein Problem zum Bauschutzsieben. Sie gleiten einfach über die Siebbeläge hier drüber, ohne einen Schaden verursacht zu haben. So, meine Damen und Herren, somit wären wir am Ende des Erklärungsvideos angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich wie immer über das Feedback, auch wenn es negativ sein sollte. Schreiben Sie einfach Ihren Kommentar. Ansonsten lade ich Sie sehr gerne hier zu uns, Rottgau, Weißkirchen, auf unseres Vorführ- und Lagergelände. Der Vorteil, wir haben hier die komplette Technik an Bord. Wir können auch hier die Maschinen live Ihnen zeigen. Wir können sieben, wir können brechen. Kommen Sie vorbei, ich freue mich auf Sie, wir freuen uns auf Sie. Und bleiben Sie gesund und danke fürs Zuschauen. Mein Name ist Daniel Stawarski von der Firma Stenger. Tschüss. Ciao. So, Umgebung 44, Maschine an.